Überall so verdammte Wartreiter, ey. Wetten, ich schaff die Quest sowieso nicht alle zu killen und so. Ich finde die Wetten gar nicht alle. Mach hier eigentlich. Läuft immer noch. Da oben sind immer noch Wartreiter. Oh, das waren alle. Das waren nur die wilden Wartreiter, ne? Okay. Weil da oben habe ich hier gerade noch mehr gesehen, aber die zählen nicht. Und natürlich haben sie Lanzenträger dabei. Das war doch klar, oder? So, wenn ihr jetzt mal irgendwann... Was ist denn das? Wo ist das Lager des Feindes? Egal. Rein, rennt einfach mal. Ja gut, da, sie haben es gefunden. Ich habe sie gleich angreifen lassen, weil es eigentlich gar keinen Sinn macht, aber egal. Macht ja nichts. So, und jetzt kann ich denen auch noch Bannerträger geben. Und dann könnt ihr euch wieder hier hinstellen. Seid eh geheilt. Und ich kann dann auch wieder rausreiten und eigentlich schon fast angreifen. Aber erst wenn die hier tot sind. Oh, fertig. Okay. So. Jetzt holen wir euch, dann können wir die Feuerpfeile holen und dann können wir die upgraden. Und dann kann ich das Lager zerstören und dann ist es auch schon erledigt, diese Mission. Geht eigentlich ganz schnell, ne? Wenn man nicht so viel upgraden müsste, wäre das schon viel schneller gegangen. Die Penner bleiben gern. Okay, dann geht ihr mal zurück. Steht da nicht gut. Ja, kümmert euch so lange um die, weil ich kann eh noch nicht angreifen. Da oben bin ich jetzt auch schon fast fertig mit der Forschung. Da habe ich so ein klein bisschen. Und die stören mich nicht. Oh, ihr Penner! Okay. So. Kämpft! Muss nur ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht alle abkratzen. Wir sind jetzt in Gefahr. Keine mehr, okay. Haut da ab, hey. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ihr da steht. Dass ihr da halb am Abkratzen seid. So. Ist jetzt eigentlich schon geschafft. Ich kann eigentlich schon angreifen. Das brauche ich nicht mehr machen. Ich greife jetzt einfach direkt an. Ich habe die Mission schon alle geschafft, also was soll's. So. Bis die fertig sind mit dem Ding. Also bis die das Lager erledigt haben, müsste eigentlich auch das Feuerpfeil-Upgrade erledigt sein. Also müsste das ungefähr zeitlich passen. Also schon vorher natürlich. Egal, haut einfach mal da ab, ne? Ja, geht denn das? Naja, fast geschafft. Dann muss ich das hier nur noch upgraden und dann passt es. Und ihr greift in der Zwischenzeit hier an und verreckt bitte nicht. Und dann passt doch alles. So. Hier, hallo. Danke. So, und jetzt Feuerpfeile. Und damit werden alle voll ausgerüstet. Perfekt. Und jetzt brauche ich jetzt nur noch beim nächsten Mal wieder Rohirrim und dann passt alles. Ihr habt 3 Mann verloren, okay. So, das sollte kein Problem sein, dass sie diesen schneller erledigt, dass sie gucken können. Die einzigen, die denen hier mehr fehlen, sind die hier. Aber das ist gleich erledigt. Und dann kann ich gucken, ob mir ein paar Rohirrim abkratzen oder nicht. Und dann muss ich aufpassen. Aber nur wenn das der Fall ist, und das ist wohl kaum der Fall. Guck dich an, wie schwach die Penner sind. Oh, ein Lanzenträger. Egal. Wir haben auch keine Chance gegen meine Leute hier. Nee, das sollte kein Problem sein hier. Okay. Ja. Gut. Eines abgekratzt, was soll's. Macht ja nichts, die werden ja nachher wieder direkt wieder belebt. Ist ja gar kein Problem. Haben die. Ey, die haben fast nichts außer die Urgrube hier, ne? Greift mal das an. Obwohl, das ist was zerstört, macht das noch kurz kaputt. Diese Varie haben auch keinen Bock zu kämpfen oder so. So. Noch 2 Gebäude, sie können keine Obst mehr bauen. Eigentlich haben sie jetzt überhaupt keine Chance mehr, also müssen wir eigentlich nur noch warten. Dieser eine Trupp Wargreiter kann mir auch nichts mehr anhaben. Ja, warten wir noch kurz, bis hier alles erledigt ist und dann gehört Ostemnet, glaube ich, auch wieder uns und alles ist gut, haben wir jetzt verteidigt. Und dann geht es vielleicht endlich mit der Gemeinschaft weiter. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich schon weitergeht. Vielleicht kämpfen wir auch eine Weile durch hier mit Eomer allein vor uns hin. Aber irgendwann geht es endlich mal weiter, hoffe ich. Immerhin fehlt ja noch einiges in der Kampagne und so. Das war's noch nicht. Okay, haben sie vielleicht hier noch ein Lager? Ihr steht da auch völlig unnötig hier. Was macht ihr da hinten? So, könnt auch wieder dahin. Ja gut. Wo ist jetzt hier noch ein Lager? Okay, der eine wurde wiederbelebt, der gestorben ist. Ja, das will ich aber nicht. Die können mir nichts tun. Die zählen nicht. Wo ist das verdammte Lager? Das Lager, wo sie noch... Das muss mindestens Vorposten sein. Oh, da ist es doch. Wir rennen gerade drüber hinweg. So, wurden hier welche verletzt? Hier kommt heilen. Huch. Nee.
Sah gerade irgendwie komisch aus, okay, egal. Die sind auch schnell erledigt. Guck mal, die versuchen schon wieder zu bauen, die Idioten. Die haben hier gerade meine Barkrüge. Was wollen sie denn damit anfangen? Damit kriegen sie mich sicher nicht platt. Nee, nee, also die sind erledigt. Das war's. War das jetzt der Sieg, ja? Habe ich es jetzt geschafft? Ja, gut. Das war's. Das war's. Ostemnet ist erobert oder eher zurückerobert oder eher verteidigt. Dämlichen Urs können wir nichts tun. Sondern wir haben neue Bauern und normale Bogenschützen, die wir benennen können. Allerdings haben die, glaube ich, jetzt noch gar nichts gemacht. Zumindest vor allem die Bogenschützen haben gar nichts gemacht. Die Bauern haben vielleicht dann so zwei Kills gekriegt, aber... Ja. So. 2-1-3-4. 2-1-2-1. Zwei überholen hier die Eins irgendwie. Hä? Ja, jetzt dachte gerade die 10 gar nicht. So, Bauernbataillon 3 ist es dann. 1, 2, 3 und drüber sind ja wohl kaum welche. Wir haben tatsächlich einen Gegner besiegt, sauber. Und hier Freisassen, Bogenschützen 3. So ganz unten in der Liste. Oh nein, 4. Ganz unten in der Liste. Aber die Bauern haben mehr gekillt als die Freisassen, Bogenschützen 3. Okay, egal. So. Gut, was passiert als nächstes? Zuerst mal Ostemnet verteidigt, plus 20 Kommandos. Nochmal ein Trupp rotieren für mich. So. Ah, es geht endlich weiter. Wenn ich das hier mitbewege. Die Häuptlinge sind in großer Gefahr, denn unzählige Meilen trennen sie von ihren Freunden. Ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Unzählige Meilen, sind die echt so weit weg? Jetzt wüsste ich schon wieder. Also, wenn sich das hier mitbewegt, dann weiß ich schon, aha, es geht also mit der richtigen Story weiter. Ich muss also nicht Eomers Armee auswählen oder so. Weltkarte speichern und dann stürzen wir sofort in die Schlacht. Mal sehen, was hier am Saum Fangdorf passiert. Ich weiß nämlich gar nicht mehr genau, welches genau das ist. Aber wie es aussieht, ist die Gemeinschaft zu weit weg. Der Saum des Fangornwaldes bildet die Grenze zwischen den weiten Ebenen Rohans und dem Reich der Ents. Gut. Ja, wie es aussieht, sind die fünf Gefährten zu weit weg von den zwei Hobbits hier. Also ist das, glaube ich, die Mission, an die ich denke. Ich nehme es mal an. Und die Gefährten haben da gar nichts mehr damit zu tun. Die kriegen also schon wieder keine Level-Ups. Schade. Aber kommt hoffentlich noch irgendwann, dass die noch hier ein paar Level-Ups kriegen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Merry und Pippin. Oder nee, ich weiß, was es ist. Nee, weiß ich nicht. Ah, doch, jetzt weiß ich wieder. Also, wie geht's? Jetzt hassen sie sich gegenseitig hier. Die Orks und die Mordor-Orks. Da ist ein Lager. Oh oh. Da sind Merry und Pippin. Die sind hungrig. Die wollen Halblingfleisch. Die sind nicht zum Fressen da. Befehl Sarumans. Das ist aber ein fetter Uruk. Jetzt kannst du deinen Mut beweisen. So, wir sind nämlich die da. Oh. Ich kann hier erstmal speichern. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was hier los ist. Wir sind nämlich eine total andere Armee. Wir sind irgendwelche Rohan-Armee hier. Bonus rufe ihr Mess Armee, Bonus rette Merry und Pippin, Bonus steige mit drei Bataillonen auf und die Richtung auf, also zerstöre alle feindlichen Gebäude und zerstöre die Sägewerke, damit dir die Ents helfen. Die Ents? Ihr wisst, was die Ents sind, oder? Das findet ihr jedenfalls gleich raus. Wir müssen 9 Minuten und 30 warten, dann können wir die Verstärkung rufen. So. Aber zuerst mal räumen wir hier ordentlich auf und es kann passieren, dass wenn ich Eomers Armee rufe, dass die hier dann ein paar von seiner Armee später in der Weltkarte ersetzen, falls die hier alle überleben nämlich. Weil wenn die mehr Kills haben als die anderen, dann passiert das. Oh, seht mal, wer da kommt. Ein End! Ja, das ist ein Vogelfreund. Wir sind ein Vogelfreund. Ein Pferdefreund. Ups. Vogelfreund. So, ja, der End ist leider ein bisschen lahmarschig. Der kommt gar nicht an, bis unsere Rohirrim alles geplättet haben. So, Aufgabe ist, zerstöre die Sägewerke, damit dir die Ents helfen. Dazu lasse ich jetzt gleich mal meinen Enttypen hier vorlaufen. Und ich hoffe einfach mal, dass die hier nicht abkassen. Das hier muss ich einnehmen. Und da brauche ich dann zuerst mal einen Brunnen, wie man hier sieht. Wenn ich einen bauen kann, ich hoffe zumindest. Weil ich will nicht, dass mir auch nur eine Armee abkassen. Bau in einem der Lager einen Stützpunkt. Oh, oh, Moment. Mach ich gleich. Und zuerst muss ich... Oh. Verdammt. Ah, lass meinen Baum in Ruhe! Hackt's euch eigentlich!
Nein, nicht meinen Bau angreifen! So, ich muss in einem der Lager einen Stützpunkt aufbauen, da der hier direkt vor mir ist, nehme ich natürlich den. So. Der der End hier, der kümmert sich erstmal um die Typen, aber ich lasse meine Rohirrim auch gleich hinlaufen. Und dann bauen wir jetzt zuallererst mal einen Brunnen. Ich hoffe, das geht. Na, das ist das Dringendste, was ich hier brauche. Ich kann erst das bauen, wenn die Zitadelle fertig ist. So, ja, ich kann einen Brunnen bauen und eine Rüstkammer. Die Rüstkammer brauche ich natürlich auch. Die Statue brauche ich nicht unbedingt, aber ein Gehöft brauche ich natürlich. Die Rüstkammer brauche ich. Früher oder später. Vorhin kann ich keine ausbilden, aber ich kann die hier upgraden. Was sehr sinnvoll ist, weil vor allem, wenn die dann später in der Weltkarte bleiben, sollen die ja nicht ungeupgradet sein. Und der Typ ist sauer, deshalb läuft der jetzt so schnell. Er ist jetzt aggressiv. Ganz plötzlich. So, und jetzt hat er gemerkt, hab's hier schon, siehst du schon alles erledigt. So, jetzt schon der zweite End. Wir wurden vorhin kurz aufgezeigt, wo die ganzen Sägewerke sind. Problem ist jetzt, habe ich mir nicht gemerkt. Oh, okay, man sieht's ein bisschen auf der Karte, so ganz leicht. Okay, jetzt aber erstmal hier zurück. Ihr sollt hier erstmal hier bleiben. Ihr könnt auch Steine werfen. Ihr könnt Steine werfen oder draufkloppen. Aber da sie so langsam laufen, dauert das mit dem Draufkloppen zu lange. Dann bleibe ich hier jetzt gerade Steine werfen, weil die hier gerade so stehen, dass es geht. Oh, fuck! Das Problem ist, die verdammten Bogenschützen mit ihren Feuerpfeilen können meine Ents in Flammen setzen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wow! Oh, Glück gehabt, ey. Leute, wirklich hier. Ent, passt mal auf, wo ihr hinwerft. Beide meine eigenen Männer über den Haufen geworfen. Und das geht, ja. Belagerungsgeräte und Ents können nämlich mit ihren Steinwürfen meine eigenen Männer verletzen. Das ist ziemlich blöd, wenn ich Scheiße baue. So, ich baue jetzt hier erstmal eine Rüstkammer, ne? Gehöft brauche ich keins bauen. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass ich meine Männer heilen lassen kann. Aber das geht irgendwie so ewig. Bis der verdammte Brunnen hier fertig ist. Ich könnte hier auch eine Statue bauen, aber das wäre ziemlicher Blödsinn. Weil ich wohl kaum hier an der Position bleiben werde, nur ab und zu zum Heilen. Und da sind meine Männer auch so schon stark genug. Vor allem, wenn sie jetzt bald aufgerüstet sind. Dann baue ich jetzt ein Gehöft, damit es schneller vorangeht. Und in Zwischenzeit muss ich Merry und Pippin retten. Und kann noch ein paar hier Sägewerke zerstören. Aber die Sägewerke sind ja alle auf der Ostseite. Da müsste ich erstmal ganz darüber reiten. Weil ich, ja, vorhin hatten wir es ja gesehen, die waren alle auf der rechten Seite von der Karte. Und soweit ich weiß, sind Merry und Pippin da oben. So, seid ihr jetzt gleich, ja, ihr seid jetzt gleich alle geheilt. Das Gehöft ist fertig. Ich kann Bauern rufen. Ich kann jede Menge Bauern rufen, wenn ich will. Seht euch mal an, wie viel ich mitnehmen kann hier. Kommandeurspunkte 100 von 230. Meine Güte. Und ich kann ja außer Bauern gar nichts bauen. Wortwitze. Nein, ich kann nicht mal ein Wortwitze. Ja, die Klappe machen. Okay. So. Jetzt kommen auch schon wieder Gegner. Wozu habe ich jetzt gewartet, bis die Rüstkammer fertig ist, frage ich mich gerade. Aber ist jetzt auch egal. Ich reite jetzt einfach mal hoch zu Merry und Pippin. Versuch mal, die zu retten. Währenddessen könnt ihr was auch immer machen. Ja. Sind beide jetzt wieder auf lahmarschig eingestellt. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich reite wohl kaum mit meinen Rohirrim in die Lanzenträger da hinten rein. Aber das sind auch genau die, die Merry und Pippin entführt haben, weil die rot sind und die Gegner sind weiß, oder? Nee, die sind schon die ganze Zeit rot. Ich verstehe es gerade auch nicht. Ich verstehe mich gerade selbst nicht so ganz. Na gut, ey. Ja. Ich hole jetzt erstmal die ganzen Ents und dann rette ich Merry und Pippin. Okay, ihr bleibt einfach erstmal als Verteidigung hier, ne? Ich lasse euch jetzt hier einfach erstmal gegen die Penner da kämpfen. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal einen Vorposten, den wir einnehmen können. Ach, Vorposten habt ihr jetzt ja übrigens auch gesehen hier. Vorposten heißt so, keine Ahnung. Egal. Ihr Pfosten! Da, tretet einfach drauf. Batz! Die kriegen fast keinen Schaden durch normale Gegner. Die kriegen nur richtig Schaden durch Feuerpfeile. Ansonsten brauche ich mir hier keine Sorgen zu machen. Weil man nehmt euch einfach die Steine. Oh, ihr könnt gleich angreifen, okay? Ihr sollt Steine nehmen! Werft doch Steine! Sag mal, was ist los mit euch? So. Seht ihr, nur finden die verlieren kaum Leben. Das sieht man gar nicht. Gut, wenn ich näher ranspawn, natürlich auch nicht, weil die Leiste nicht größer wird dadurch. So, und jetzt erstmal Steine werfen. Hui! So, du kümmerst dich um die, du kümmerst dich um die und ihr kümmert euch um die. Habt ihr schon erledigt, sehr gut. Okay, da oben sind Waage, da muss ich aufpassen. Du kannst einfach mal da zurücklaufen, denen ein bisschen helfen. Die
verlieren eh keine. Aber wenn dann plötzlich jetzt hier Feuerpfeile kommen, habe ich ein Problem. Allerdings können die nicht. Die können schon plötzlich welche entwickeln, wenn ich nicht aufpasse, aber das passiert nicht. Zum Glück. So. Hier hinten haben wir noch mehr von denen. Sägewerke. Hier können wir auch den Fluss überqueren. Was ist mit dir? Ja, du lässt dir Zeit, ne? Kommst auch vielleicht irgendwann an. Da, da. Was Reiter, sie kommen wieder. Was ist denn hier los? Aha, Trolle! Shit, shit, shit. Okay, weg hier. Haut erstmal ab da. Haut erstmal ab. Versucht die da platt zu machen. Lass die Trolle in Frieden. Hä? Fehlt da schon ein Bataillon? Nee, aber fast. Nee, nee. Oder doch. Okay, nee. Nee, nee, ich darf hier kein Bataillon verlieren. Ja, Moment. Das war vor 3 Minuten. Verdammt. Oh, cooles Bild. Okay, jetzt habe ich blöd Mist gebaut. Haben wir ein bisschen Zeit umsonst verschwendet hier. Jetzt kommt auch noch dieser ewig lange Ladebildschirm. Den schneide ich jetzt kurz bis gleich.